schon morgen Rupi. Moment. Was steht denn jetzt an? Heute steht Folgendes an. Ich werde heute Abend den Zirkel noch leiten. Und davor hoffe ich, mal wieder eine kleine Trainingseinheit anzuschieben zu können. Muss ich mich aber nochmal mit Daniel abstimmen. Und ja, gestern war ja Miss Regensburg-Zirkel. Und jetzt heute der Zirkel mit den Leuten, die regelmäßig kommen. Also ich bin sehr gespannt, da werden Welten wahrscheinlich dazwischen sein. Weil die Leute, die bei uns schon länger den Zirkel mitmachen, schon mittlerweile echt fit sind. Muss man echt sagen. Also da kenne ich einen. Ja, ich darf man eigentlich gerne auch mit Namen vorwerfen, der Uli hier. Legt mich am Arsch. Also der macht dann immer so Pausenzeit, fängt er schon in der Pausenzeit an, die Übungen zu machen. Alle anderen gucken dann so, hä? Hatte schon gesagt, es geht los? Und er so, nee, er ballert einfach durch. Ich muss mehr machen als alle anderen. Ja, der hat richtig Dampf, also das ist nicht schlecht. Ja, ansonsten haben wir ganz viele kleinere Sachen, die heute anstehen. Ich muss noch ein bisschen was für diese Coaching-Seite machen, für die verschiedenen Landing-Pages. Ich habe gestern ganz, ganz viele Kummerkassen-TV-Videos zusammengeschnitten, noch bis um 12 auf Nacht. Und ja, schauen wir mal, was dann noch so anfällt. Ich habe ein Zufallswort des Tages für dich. Und ich nehme das von gestern, weil gestern wurde ja getoppt mit Schokolade. Jahrhundert. Ich bin ein Kind, das die Jahrhundertwende mitbekommen hat und finde es deswegen umso kranker, wenn ich da vorne einen Probetrainingszettel hinbekomme, wo 2000 draufsteht. Die sind schon 18 jetzt. Das muss man sich mal vorstellen so. Das ist echt hart. Also ich habe die 2000er-Wende, habe ich ja wirklich aktiv so im Kopf. Da war ich alt genug sozusagen, war ich 10. Das habe ich wirklich voll im Kopf alles. Und die, ja, das sind die erst geboren. Das ist schon hart. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich alt werde, aber es ist schon ein bisschen her jetzt. Was liegt denn da auf deinem Schreibtisch? Oh ja. Leider haben wir das. Wir haben das gestern bekommen und dann haben. Ich glaube, wir haben uns. Keiner hat es gesagt, aber wir haben es uns alle gedacht, oder? Ah, das können wir jetzt in den Freunden stellen, sonst geht das total unter. Die Leute, die schon ein bisschen länger da sind, die wissen, dass wir mal ganz am Anfang so vorne am. Beim Tresen gegenüber so einen Stand hatten von eben 1001 Frucht. Das ist ein Kollege von uns und der macht das hier in Regensburg und das ist richtig, richtig geiles Zeug. Deswegen haben wir es dann auch nicht mehr da gehabt, weil ihr einfach alles weggefressen habt, wie die, so echt heftig. Also da haben wir, das Zeug ist ja zu einem gewissen Teil kostet es ja auch was und wir haben es ja vorne einfach ausgestellt und es ist einfach. Da sind halt mal 10 Euro in der Stunde durchgegangen oder so. aber jetzt hat er eben hier so Bio-Sesamriegel rausgebracht. Und da hat er ein paar Muster hier gelassen. Die werden wir auf jeden Fall jetzt dann auslegen. Und ja, dann dürft ihr gerne auch Feedback geben. Und ich habe schon eins aufgemacht gestern. Sehr, sehr geil. Richtig geil. Also ich bin ja da schon ein Fan von so Nüssen und Kleingaben so. Was sagst du so zu Schokomandels? Ne? Ich sag lieber nichts dazu. Welche Schokomandeln? Ja, aber ich. War da was? Kilo Schokomandeln ist schnell weg, gell? Ja, 1,5 Kilo auf 2 Tage. Kann man schon mal machen. Wenn du vorm Rechner sitzt und irgendwie. 1,5 Kilo? Die ballert mal so rein. Also ich werde nicht verstehen, wie manche Leute nicht zunehmen können. Ja, das ist... Oder Barbecue-Cashews. Oh, fuck ja. Also es gibt sehr geile Sachen bei ihm. Es gibt wirklich geile Sachen. Also was wir vorhin auch schon sagen können, was richtig wegging, die Kokoswürfel, die sind ja, glaube ich, ja, innerhalb von einem Tag war ein ganzes Kilo weg.
Die Cashewkerne, also die Barbecue-Dinger, die sind sogar mit so einer Kruste oder sowas. Mhm. Aber eigentlich mag ich keine Cashewkerne, weil ich sie langweilig finde, aber die sind richtig geil gewürzt. Die Schokomandeln, die waren eigentlich nicht mehr da. Wir haben in die Schale rein und dann waren sie weg. Und was ich richtig geil fand, war das Studentenfutter. Also das ist so eigentlich ein orientalisch angehauchtes Studentenfutter. Das sind verschiedene Nüsse, aber mit Rosinen oder Cranberries oder so. Ja, das sind Rosinen, und, ja. Und ich hasse Rosinen, aber in dieser Mischung, die machen die Nüsse einfach ein bisschen saftiger, ja. Und das ist richtig, richtig geil. Ja. Hat natürlich auch, ist ein bisschen teuer, wie jetzt die Fertigpackung vom Lidl oder so. Ja, das ist aber klar. Das ist natürlich auch eine andere Qualität. Genau. Ja. Und die importieren ja alles selber und füllen auch selber ab. Und dann weiß man auch, was dahinter ist, steckt, ja. Und wo es herkommt. Mhm. Haben auch Gewürze und sowas, da bin ich leider noch überhaupt nicht dazu gekommen, das zu holen. Haben auch Tees. Das ist natürlich auch eine geile Geschenkidee. Es gibt einen Mandeltee. Passend zu den Schokomandeln. Und den musst du echt probieren, weil der ist richtig, richtig gut. Gibt's den auch in Schokomandeln? Ja, was ich gestern gesehen habe hier drin, was glaube ich für meine Mom ziemlich geil ist, weil die steht auf Ingwer. Und die Ingwerstäbchen mit Zartbitterschokolade ausnommen, die sehen halt richtig lecker aus. Wobei ich die auch nicht mag. Oh, und die Cranberries mit Vollmilchschokolade. Die waren geil. Ja, also wird demnächst wieder vorne ausliegen und dann dürft ihr euch mal durchprobieren. Hier. Markus, was machst du da? Wow, ich will Windows ärgern. nein, es ist ja das Problem, dass wir, ich nenne es nicht Problem, wir haben eine relativ gute Lüftungsanlage und die kann man ja relativ zielgenau, zeitgenau einstellen. Mhm. Und die war natürlich jetzt, wie wir eröffnet haben, mal so grob Pi mal Daumen, wo sind ungefähr die Stoßzeiten, wo sind mehr Leute da, wo weniger Leute da. Und dann gibt es da so drei Sets, die ich einstellen kann, also Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, wo ich dann sage Zugluft, Abluft. Abluft ist ja auch wichtig, wenn viele Leute genau, schützen, ja. Dann muss das Zeug wegtransportieren. Genau, das habe ich jetzt alles ein bisschen hochgestellt, ein bisschen justiert und habe die Zeiten auch angepasst, ein bisschen genauer gemacht und auch fürs Wochenende, weil das ist die Auslastung natürlich schon ein bisschen früher, aber gleichmäßiger. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Sollte eigentlich ab heute schon besser sein. Und dann muss man halt nochmal ja nachjustieren, wenn es funktioniert. Es war jetzt im Moment, glaube ich, 17 Uhr eingestellt, oder? Wie war das? Das dann praktisch, oder 16 Uhr, glaube ich, hat es also hochgefahren. Vollgas läuft es jetzt ab 14 Uhr. Ab 14 Uhr schon, ja. Dann läuft es wirklich Vollgas, ja. Auf höchster Stufe und genau davor auf so einer mittleren Stufe, die dann ja, eigentlich recht viel schlechter ist als die beste Stufe, die wir bisher hatten. also wir haben da schon richtig hochgeregelt. Okay. Und ich hoffe, dass das natürlich dann auch man merkt, wenn man trainiert. Alles klar, super. Was machst du da? Ein Facebook-Video suchen, das ich gestern oder vorgestern gefunden habe und jetzt wiederfinden will. Da ging es ums Thema Fitnessstudio. Okay. Lass ich es mal so stehen. Aber ich find's nicht. Also kannst du mir ein bisschen was zum Wort des Tages sagen? Schau mal. Jahrhundert. Jahrhundert? Ja. Wir leben im fantastischsten und wahnsinnigsten Jahrhundert, das es bisher jemals gab. Die Zeit ist so schnelllebig geworden, gerade durchs Internet. Also da sind wir meiner Meinung nach Generationen schon, ja. Alle 5 Jahre gibt es eine neue Generation. Also wenn man gerade Social Media oder sonstige Sachen ansieht oder Internet allgemein, rennt die Zeit ja wie verrückt. Und es ist schon eine geile Zeit. Also wenn ich mal in die nächsten 50 Jahre reindenke, dann bin ich schon gespannt, was da noch kommt. Ja, das stimmt. Ich habe den Einbrecher vom Sonntag übrigens angerufen. Was hat er gesagt? Also wir müssen es vielleicht kurz erklären. Wir hatten einen Einbrecher, aber wir haben dann gewusst, wer es ist, weil wir den kennen. Und er hat mir natürlich recht gegeben, dass das nicht okay war, hier einfach rüber zu springen.
und habe ich ihn freundlich ermahnt. Ich werde gerade interviewt und du so. Sag doch die zweimal zum Wort des Tages. Wort des Tages? Was denn? Aber erst die wichtigere Frage. Geiles Wetter. Was steht denn heute so an? Was steht an? Kochen. Einkaufen, kochen. Schlafen, trainieren. Was war das Tag jetzt? Was ist denn los? Jahrhundert. Ich war diese Wortkarte. Jahrhundert. Jahrhundert. Soll ich sagen, was ich noch koche oder was? Jahrhundert-Talent, das bin ich. Ja, ich bin auch einkaufen und dann koche ich dann. Okay. Noch eine Frage. Ja. Frage. Was stand denn heute so an im Training? Halt war Schulter, Rücken und Nacken. Und wie war's? War gut, ja. Schwer. Würde ich jetzt auch sagen. Von der ja, schon. Im Endeffekt haben wir ja nichts gemacht. Ja, dein Football-Kollege macht ja gerade Cardio. Cardio, ja, das ist sehr verwerflich. Warum machst du da denn mit? Ich habe gestern Abend Football-Training gehabt und... Er nicht? Ja, er auch, aber er ist nur rumgestanden. Das haben wir heute schon beantwortet. Ich bin nicht der Richtige, das er hat, ich mache Cardio. Er hat schon Cardio gemacht heute. Ja, die zwei Minuten. Er nicht. Ja, ich mache. Aber Cardio ist einfach. Warum schaut es denn so fesch aus? So seriös? Ja, der Faisal braucht Personenschutz, der hat ein paar Morderungen gekriegt. Und jetzt haben wir mir dafür da. Respekt. Schon? Schaut gut aus. Hey Markus, ja. Ich habe jetzt die Story schon verfolgt, aber wenn die dich dann evakuieren, bleibe ich einfach stehen mit dem Karton oder was? Du stehst einfach da wie ein Depp. Das ist gar nicht, Du hast dann so. Und dann gehst du einfach in den Shop zurück und du stellst es daher. Oder ich nehme es mit und gehe einfach. Wie wurscht. Kriege ich eine Waffe oder sowas? Ja, ich wollte schon fast einen Mixer, aber einen Baseballschläger mitnehmen. Ja. Oder herfahrt, aber hab's irgendwie versäumt. Nimm mal einfach den Besenschläger hinten. Ja, du wirst es am besten haben. Wohin? Also, wenn du mit einem Arm voll kommst, Hände hinterm Rücken und Schwitzkasten. Na, einfach voll drauflegen. Na, er soll einfach wie zulaufen, oder? Ja, ja schon, aber wenn man abrennen. Und er tackelt dann einfach weg. So ja, wie willst du das, ja, das noch du haben, ja? Also, ich hätte schon gesagt, wenn du Style willst du hart drangenommen werden, oder? Ja, ich stehe nur auf Hardcore-Sachen. Das denke ich mir schon. So würgen und so, oh geil. Ich habe die letzte Mal habe ich in einem Film gesehen, ja. Fühle ich würge. Ich bin der würgt. Das ist, glaube ich, weniger. Was ist, glaub ich. Um was geht's denn da jetzt überhaupt? Ja, das haben die Leute eigentlich schon mitbekommen, hoffe ich mal, oder? Es geht darum, dass wir jetzt, es geht um die Betriebsratswahlen 2018 beim X-Body Shop, in der wir ein kleines Video drehen, warum der James Larsen nicht Betriebsrat werden sollte und warum es doch vielleicht ich vielleicht eher werden sollte. Und da machen wir jetzt hier großen Aufmarsch, wahrscheinlich ein bisschen zu viel wie die Leute da draußen im Studio. Die werden sich alle denken, was ist das für ein Spacko? Mehr will ich dazu nicht sagen, weil lasst euch überraschen, das ist der letzte Ausschnitt des Videos und das kommt jetzt mal innerhalb zwei Wochen raus und dann habt ihr mal wieder echt fett was zum Lachen, Leute. Das ist eigentlich Sinn der Sache, euch zu belustigen, deswegen spacken wir jetzt dann gleich ein bisschen rum im Studio. Hi! Du willst schauen. Alter! Jetzt nichts, verstehst du? Ich schau auf oben, Matze sein Hand. Nein, will ich sagen? Aber so. 3, 2, 1. Langsamer, langsamer. Ich sehe in dein Herz. Okay, ja. Und nicht lachen, diesmal.
Heroisch schauen. Genau. Drei. Ja, mal auf! So, Konzentration. Drei, zwei, eins. Speicherkarte voll.